In diesem Video geht es um Aromaten. Und Aromaten sind jetzt eine Stoffklasse in der organischen Chemie. Und dazu sind jetzt schon mal vorab zwei Beispielsmoleküle für Aromaten. Einmal das Benzol und das Naphthalinmolekül. Und das sind jetzt beides Kohlenwasserstoffe, also bestehen aus C-Atomen und Wasserstoffatomen. Und dann jetzt hier speziell beides Aromaten. Und dann will ich jetzt hier erstmal auf die Eigenschaften von Aromaten eingehen. Also konkret, welche Kriterien jetzt erfüllt sein müssen, damit wir halt ein Aromat haben. Und dann ist jetzt hier erstmal der erste Punkt, dass wir jetzt immer ein geschlossenes Ringsystem brauchen. Jetzt sehen wir in beiden Molekülen, dass wir eben einen geschlossenen Ring haben, also hier schon mal erfüllt. Dann zweiter Punkt, wir brauchen jetzt immer konjugierte Doppelbindung. Heißt, wir brauchen jetzt immer abwechselnd Doppelbindung und Einfachbindung. Und jetzt sehen wir hier in den beiden Molekülen die Skelettformel dargestellt, aber jetzt füge ich mal zum Benzol auch nochmal die normale Strukturformel ein. Da seht ihr eben genau das Prinzip, kann ich auch nochmal hier zeichnen, dass wir jetzt immer hier abwechselnd hier eine Doppelbindung haben, dann eine Einfachbindung, dann jetzt wieder eine Doppelbindung, dann eine Einfachbindung. Deswegen genau das Prinzip, das seht ihr auch im Naphthalin, jetzt in der Skelettformel immer genau Doppelbindung, Einfachbindung, Doppelbindung. Und hätten wir dagegen jetzt hier sowas, einfach nur beispielhaft stehen, dann also zwei Doppelbindungen hintereinander, dann wäre das jetzt keine konjugierte Doppelbindung und dann wäre das schon mal kein Aromat. Deswegen das noch ein Kriterium. Dann ein drittes Kriterium, Aromaten haben jetzt immer räumlich vorgestellt eine planare, also flache bzw. platte Struktur. Und dann ist jetzt der vierte Punkt, dass jetzt hier die sogenannte Hückel-Regel erfüllt sein muss. Bedeutet, die Anzahl der Pi-Elektronen muss jetzt immer 4 mal n plus 2 sein. Jetzt ist erstmal die Frage, was sind jetzt delokalisierte Pi-Elektronen? Und dazu kommen wir gleich, hier ist das Thema Mitochondrien-Rennstrukturen. Aber ihr könnt euch erstmal schon merken, dass jetzt eine Doppelbindung immer 2 Pi-Elektronen hat. Deswegen, beim Benzol sehen wir zum Beispiel, wir haben da 3 Doppelbindungen, also hätten wir dementsprechend hier 6 Pi-Elektronen. Dagegen beim Naphthalin, da kann man zählen, da haben wir jetzt 5 Doppelbindungen, deswegen hätten wir dann da dementsprechend 10 Pi-Elektronen. Und wir sehen, wir gucken uns die Formel an, 4 mal n plus 2, jetzt ist n eine natürliche Zahl, also dann 1, 2, 3, 4, 5. Und dann, wenn wir jetzt hier zum Beispiel für n1 einsetzen, kommt raus, 4 mal n plus 2 ist 6 oder 2 eingesetzt ist dann 4 mal 2 plus 2 ist dann 10. Dann 3 eingesetzt wäre dann 14. Das heißt, Aromaten haben jetzt zum Beispiel 6, 10, 14 Pi-Elektronen. Und wir sehen, Benzol hat eben 6 Pi-Elektronen, Naphthalin 10 Pi-Elektronen. Deswegen, das wären beides jetzt Aromaten. Hätten wir dagegen zum Beispiel nur 8 Pi-Elektronen, also 4 Doppelbindungen oder 2 Doppelbindungen mit 4 Pi-Elektronen, dann wäre das jetzt kein Aromaten. Deswegen das jetzt dazu. Und dann hier zum nächsten Punkt. Aromaten haben jetzt mehrere Grenzstrukturen, heißt, haben jetzt mehrere Strukturformeln und jetzt eben nicht nur eine Strukturformel. Und das liegt jetzt daran, dass es jetzt verschiedene Bindungsmöglichkeiten gibt. Und jetzt mal hier ein Beispiel des Benzolrings wird dargestellt. Jetzt seht ihr mal links eine mögliche Strukturformel, also typische Strukturformel von Benzol, aber es ist jetzt auch noch, seht ihr jetzt mal rechts, eine zweite Strukturformel von Benzol möglich und ihr seht jetzt eben, dass jetzt die Doppelbindung jetzt verlagert sind und das müsst ihr euch so vorstellen, jetzt mal hier wieder am Beispiel erklärt, der Benzolring sieht jetzt ungefähr so aus, hier Doppelbindung, Einfachbindung, Doppelbindung, abwechseln und dann diese Bindung wiederum, das sind ja Elektronenverbindungen, die dann jetzt aus Elektronen bestehen. Deswegen vorgestellt, hier haben wir jetzt eine Elektronenverbindung mit 2 Elektronen. Jetzt hier an den Doppelbindungen haben wir hier jeweils Elektronenverbindung. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass jetzt die Elektronen dieser Bindung jetzt sich hier verlagern können. Deswegen Stichwort delokalisiert. Sind sie, also Pi-Elektronen, müsst ihr euch vorstellen, sind delokalisiert, heißt, können sich verlagern. Bedeutet, jetzt können sich die Elektronen diese Doppelbindung nach hier hin verlagern, sodass dann halt die Doppelbindung hier wegfällt und dann dementsprechend hier jetzt die Doppelbindung entsteht. Und dann wird sich dementsprechend diese Doppelbindung jetzt nach hier hin verlagern. Also dann jetzt hier die beiden Pi-Elektronen jetzt hier würden dann jetzt nach oben wandern, heißt, die Doppelbindung fällt hier weg, sodass wir dann halt hier die Doppelbindung haben, weil es gilt ja konjugierte
Doppelbindung, wir brauchen jetzt immer hier Abstand, Doppelbindung, Einfachbindung, Doppelbindung. Und jetzt auch noch wichtig, hier ganz klar gesagt, die P-Elektronen sind jetzt immer nur hier an den Doppelbindungen vorhanden. Heißt, hier bei der Einfachbindung, das wären jetzt keine P-Elektronen, die sind jetzt nicht lokalisiert, nur hier die inneren P-Elektronen einer Doppelbindung, also hier die zwei P-Elektronen dieser Bindung einer Doppelbindung werden P-Elektronen oder hier die zwei Elektronen P-Elektronen. Und dann hätte ich es nochmal ganz gezeichnet, jetzt hier Benzol ganz gezeichnet, werden dementsprechend noch hier eine Doppelbindung. Das heißt, dann werden auch noch dementsprechend die beiden Elektronen hier P-Elektronen. Und da sehen wir eben dann genau jetzt hier, das müssen wir sich vorstellen, diese sechs Elektronen, das wären jetzt eben P-Elektronen. Deswegen eben die Merkregel, eine Doppelbindung immer zwei P-Elektronen. Darauf kann man dann eben auf die Anzahl der P-Elektronen schließen. Deswegen dadurch, dass ich jetzt hier die Elektronen hier im Ring quasi verlagern können, haben wir dann dementsprechend verschiedene Strukturformeln. Deswegen das ist das Prinzip der Mesomerie. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel die Darstellung des Benzolrings jetzt mal in dieser Darstellung. Seht jetzt mal hier als Kreis dargestellt. Bedeutet, dass jetzt eben die Elektronen im Ring überall im Kreis wandern können. Darüber dann halt überall die Doppelbindungen sich verlagern können. Deswegen das noch eine Beispielsdarstellung zum Benzol. Dann jetzt zu den Antiaromaten. Und die sind jetzt ähnlich wie Aromaten. Die Unterschiede sind jetzt nur, dass jetzt hier nicht die Hückel-Regel gilt, sondern hier gilt, dass wir jetzt immer 4 mal N delokalisierte P-Elektronen haben. Deswegen, ihr seht mal hier dazu zwei Beispielsmoleküle. In beiden Fällen seht ihr jetzt, dass wir zwei Doppelbindungen haben. Und wir haben ja gerade gesagt, eine Doppelbindung besitzt jetzt zwei P-Elektronen. Heißt, in beiden Fällen haben wir jetzt 4 P-Elektronen. Und damit sehen wir dann jetzt hier N gleich 1 eingesetzt. Wir haben dann 4 delokalisierte P-Elektronen, passt. Dagegen hier sehen wir 1, 2 eingesetzt, da kommen wir nicht auf 4. Deswegen, das wären jetzt Beispiel für Antiaromaten. Dann können wir auch sagen, dass jetzt Antiaromaten instabiler sind als Aromaten. Das jetzt auch dazu. Dann im nächsten Tafelbild gibt es noch Übungen, wo die Frage ist, Aromat oder Antiaromat und noch ein paar weitere Infos zu der ganzen Thematik. Jetzt hier zum zweiten Tafelbild und jetzt erstmal hier noch ein paar ergänzende Informationen. Also einmal haben jetzt Aromaten oft einen speziellen Geruch, deswegen auch der Name Aromat. Und zweitens, viele Verbindungen in der Natur haben jetzt aromatische Strukturen. Jetzt sind zum Beispiel Aminosäuren in Proteinen wie Tyrosin, Tryptophan und Phenylalanin-Aromaten. Und dann jetzt als zweites haben wir jetzt hier mal die Übung Aromat oder nicht. Und ihr seht jetzt auf der rechten Seite drei Moleküle. Und jetzt könnt ihr erstmal selbst überlegen, haben wir jetzt ein Aromat vorliegen oder nicht. Jetzt erst Beispiel. Ich werde jetzt erstmal sagen, wir sehen jetzt, wir haben jetzt 4 Doppelbindungen. Und jetzt erinnern wir uns an die Hückel-Regel. Die Hückel-Regel war ja, dass jetzt die Anzahl der P-Elektronen 4N plus 2 ist. Und dann sehen wir, wenn wir jetzt irgendwas für N einsetzen, wir kommen jetzt nicht auf 8 P-Elektronen, deswegen Hückel-Regel nicht erfüllt, deswegen ist das schon mal kein Aromat. Und jetzt eine Sache, das kann man nur wissen, wenn man noch mehr Erfahrung hat, das wäre jetzt auch kein Antiaromat, weil es gilt ja beim Antiaromat erstmal, 4N P-Elektronen müssen wir haben und erstmal könnte das erfüllt sein, denn 8 P-Elektronen, hier 2 eingesetzt, die Regel ist erfüllt, aber das muss halt gegeben sein. Dieses Molekül ist jetzt nicht planar, hat jetzt keine flache Struktur, deswegen auch kein Antiaromat, weil die flache planare Struktur, das gilt ja sowohl bei Aromaten als auch bei Antiaromaten. Dann zweites Beispiel, jetzt wieder die Frage, Aromat oder nicht, und hier seht ihr genau eine Doppelbindung, also dann hier zwei P-Elektronen und damit dann auch die Hückel-Regel erfüllt, denn wir können jetzt auch für N0 einsetzen und dann sehen wir 0 plus 2 ist bei P-Elektronen, deswegen das schon mal erfüllt und auch die anderen Kriterien wie geschlossener Ring und so weiter ist erfüllt, deswegen das zweite Molekül wäre ein Aromat. Dann das dritte Molekül, das wäre jetzt kein Aromat, weil hier seht ihr einfach, dass wir jetzt kein geschlossenes System haben, deswegen kein Aromat. Das jetzt noch eine Sache dazu. Dann ist jetzt noch eine Thematik, die bei Aromaten untersucht wird, das Thema Mesomereffekt. Dazu habe ich schon ein extra Video gemacht, das verlinke ich mal eben hier rechts unten. Falls ihr dazu mehr erfahren wollt, könnt ihr euch das noch angucken. Und ich verlinke jetzt hier noch meinen Physik, Mathe und Deutsch-Kanal. Da mache ich auch noch Lernvideos. Falls ihr interessiert, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und das war es dann damit zu diesem Video.